Auch in Deutschland werden Christen verfolgt. Unabhängig voneinander haben verschiedene christliche Organisationen recherchiert und geben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin einen Lagebericht zu Übergriffen gegen Christen und andere religiöse Minderheiten. Was hier zur Sprache kommt, lässt aufhorchen. Ich treffe in meinem Flüchtlingsheim genau die Islamisten, vor denen ich aus Syrien geflohen bin. Als die anderen muslimischen Flüchtlinge gehört haben, dass wir Christen geworden sind, haben sie uns Probleme gemacht. Wir bringen immer wieder Fälle zur Anzeige, das können wir aber nur machen, wenn wir diese betreffenden Leute bei uns auf der Matratze anschließend im Gemeindehaus schlafen lassen. Diejenigen, die Anzeigen machen, können natürlich nicht ins Heim zurückkehren. Mit Sorge beobachtet Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, die Entwicklung. Das Hilfswerk für verfolgte Christen hat in den letzten Monaten eine detaillierte Erhebung zu Übergriffen auf christliche Flüchtlinge erstellt. Der Inhalt ist brisant. Christen werden mitten in Deutschland benachteiligt, gewaltsam angegriffen und mit dem Tode bedroht. Zudem kam es zu sexuellen Übergriffen. Das ganze Thema ist deshalb so wichtig mit dieser Erhebung, weil wir gesagt haben, die Politiker sagen uns immer wieder, und ich glaube, da spreche ich auch hier für die Anwesenden auf dem Podium, wir haben ja keine wirklichen Belege. Also eigentlich können wir nur handeln, wenn wir wirklich wüssten, dass da was dran ist. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob es so viel Interesse gibt, dass es wirklich bekannt wird, was hier geschieht. Weil man natürlich mit einer sehr problematischen Sache zu tun hat, nämlich mit dem Thema Islam. Und wenn man heute etwas sagt, was Ursprünge und was Wahrheit oder Quellen betrifft, dann ist man sehr schnell in einer falschen Ecke. Wir haben uns aber hier zusammengeschlossen, weil wir gesagt haben, wir müssen die Wahrheit sagen. Wir können nicht vertuschen, verharmlosen, sondern wir müssen denen jetzt beistehen, die geflohen sind aus Herkunftsländern, wo sie permanent schon unter Druck waren, wo sie Verfolgung erlebt haben und wo sie nach Deutschland gekommen sind, weil sie eben genau gesagt haben, hier sind wir sicher, hier kommen wir in ein Land, wo Religionsfreiheit herrscht und hier haben wir Schutz. Das Drama ist, dass bekannt wird, immer mehr bekannt wird, dass diese Minderheiten so unterdrückt werden und so in einer psychischen, traumatischen Form alleine gelassen werden. Das Drama ist, dass die politisch Verantwortlichen darauf nicht reagieren, die dieses Recht auf Religionsfreiheit sicherstellen sollen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir hoffen, dass wir mit dieser Erhebung zumindest einen ersten großen Schritt gemacht haben, um zu zeigen, dass es sich hier um die Spitze des Eisbergs handelt. Und dass verstanden wird, dass eine Zahl von 231 wirklich nur der oberste Gipfel und die Spitze dieses Eisbergs ist, weil die Angst so groß ist, die Flüchtlinge sagen, der größte Teil sagt, wir haben Angst. Wir hatten erwartet, dass uns geholfen wird, aber wir waren überrascht, dass uns nicht geholfen wurde. Und deshalb ist die Angst vergrößert. Das Vertrauen ist dahin. Und es ist wichtig, dass wir jetzt handeln und dass wir auch deutlich sagen, die Menschen, die kommen, und deshalb wollen wir sagen, wir stellen nicht Muslime unter Generalverdacht. Das Wort wird immer wieder genommen, um das Thema der Minderheiten nach unten zu drücken, sondern wir sagen eindeutig, wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen deutlich machen, dass auch viele Muslime aus Herkunftsländern kommen, die eben einen radikalen Islam praktizieren, wie zum Beispiel im Iran oder aus Afghanistan. Und diese Menschen kommen jetzt hier nach Deutschland in die Asylunterkünfte, treffen auf Christen, aber auch viele Konvertiten, also ehemalige Muslime, die zum christlichen Glauben übergetreten sind. Ein großer Prozentsatz derer, die sich artikuliert haben, sind Konvertiten. Und das sind Verräter ihres Glaubens. Die gelten in ihren jeweiligen Herkunftsländern als Verräter, weil dort gibt es keine Religionsfreiheit unter dem Islam. Und dementsprechend werden sie hier in Deutschland genauso behandelt wie in ihrem Herkunftsland. Und deshalb muss hier die Bundesregierung sehr aktiv werden. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen die Wahrheit nennen, wir müssen sagen, woran es liegt und es muss etwas geschehen. Ich bin dankbar, dass wir so viele mutige Flüchtlinge hatten, die bereit waren, überhaupt diese Auskunft zu geben, auch heute hier auf dem Podium. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man weiß, was dort geschieht und wenn man auch weiß, welches Risiko sie eingehen, wenn sie noch Verwandtschaft in den Ländern haben, vielleicht Kinder oder Familien. Und deshalb ist es so wichtig, und das ist unser Anliegen aller hier, dass dieses Thema nicht vermischt wird mit politischen, populistischen oder sonstigen Themen, sondern dass im Klartext für den Schutz der Minderheiten, und zwar spreche ich für die christlichen Minderheiten und für alle anderen religiösen Minderheiten, wir stehen für alle anderen religiösen Minderheiten hier, dass die geschützt werden
und dass wir Maßnahmen ergreifen und nicht mehr nur Kreise haben und drüber reden, wo wie schlimm das Ganze ist, sondern dass konkrete Weichenstellungen erfolgen. Und deshalb bitten wir Sie auch als Medien, dieses heiße Eisen gemeinsam anzufassen, damit wirklich diese Minderheiten sehen, sie sind hier in einem Rechtsstaat, der wirklich beginnt, sie ernst zu nehmen und ihnen in ihrer Not zu helfen. Herzlichen Dank. Darüber hinaus können sich auch die einheimischen Christen in Deutschland einbringen. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir auch als Christen hier in Deutschland aktiv werden, dass wir für diese Christen beten, dass wir uns für sie einsetzen und dass wir auch unsere Stimme für diese Geschwister hier in unserem Land erheben. Deshalb ist das auch ein Appell an die Gemeinden. Bitte besucht in den Flüchtlingsheimen, wenn ihr die Menschen dort besucht, sucht auch eure Glaubensgeschwister. Sprecht mit ihnen, versucht mit ihnen Kontakt zu kriegen, damit sie sich ermutigt fühlen. Sie brauchen uns hier in Deutschland jetzt genauso wie in den anderen Ländern. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir das hier in Deutschland einfach leben, dass wir Teil des Leibes Christi hier sind, der sich engagiert für den weltweiten Leib, aber auch für die Geschwister, die jetzt zu uns gekommen sind. Mehr Informationen und die ganze Studie sowie Möglichkeiten für verfolgte Christen aktiv zu werden, finden Sie auf www.opendoors.de/flüchtlingsbericht.